Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um die Gesichts- oder Antlitzdiagnose. Schau mir bitte in die Augen und ich sage dir, was dir fehlt. So oder ähnlich konnte man die grundsätzlichen Gedanken der Gesichtsdiagnose in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, beschreiben. Die Gesichts- oder Antlitzdiagnose ist bis heute fester Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. In der TCM wird das Gesicht zur Diagnose des Gesundheitszustandes herangezogen, denn alles hängt mit allem zusammen und widerspiegelt die Gesamtheit. Die Gesichtsdiagnose innerhalb der Fernostmedizin ist ein wertvolles Instrument, um Aussagen über den gesundheitlichen Zustand der Betroffenen zu machen. Sie dient dazu, die aktuelle Befindlichkeit der inneren Organe zu bestimmen und langfristige gesundheitliche Prognose zu erfassen. Auch die psychologische und emotionale Verfassung lässt sich am Gesicht ablesen. Die Gesichtsdiagnose baut auf einer jahrhundertelangen Erfahrung auf, die zu einer systematischen diagnostischen Weise geführt hat. Der Philosoph Konfuzius von 551 bis 479 vor Christus war mit der Lehre des Gesichtslesens vertraut. Von ihm ist der Spruch überliefert: Ein Kind kann nichts für sein Gesicht, jedoch ist der Erwachsene verantwortlich für seine Erscheinungen. Auch spätere chinesische Herrscher waren an der Kunst des Xiangmian interessiert, der Erkennung von Befindlichkeit anhand der Physiognomie. Auch in modernen China haben die Menschen generell ein sehr unverkrampftes Verhältnis zur Tradition. Feng Shui, Tai Chi, Kung Fu, die traditionelle chinesische Medizin und viele weitere typische chinesische Techniken sind wieder ein fester Bestandteil der Gesellschaft geworden und finden Anhänger auch außerhalb. Dazu gehört ebenso die Kunst, im Gesicht zu lesen, welche in den vergangenen Jahren wieder an Popularität gewonnen hat. Grundsätzliches über die Gesichtsdiagnostik: Das Gesicht ist in verschiedene Zonen unterteilt, die eine entsprechend im Inneren des Körpers haben und somit zu Indikatoren für den entsprechenden Gesundheitszustand der Organe fungieren. Neben der Gesichtszone werden auch Hautzustand, Haare, Augen, Hautfarbe und Gesichtslinien berücksichtigt. Das Gesicht wird zunächst in zwei Gesichtshälften eingeteilt. Die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperhälfte und umgekehrt. Daher entspricht hier in dieser Ansicht rechts der Ausdruck der Innenseite und links der Yang-Seite. Die Innenseite ist die passive und weniger emotionale Seite, die nach außen getragen wird. Linien und Falten sind links tiefer, wenn Gefühle häufiger unterdrückt werden. Die Yang-Seite ist aktiver und zeigt mehr Empfindungen, die aber öffentlich nicht geäußert werden. Sie hätten fast, was wir unterdrücken. Idealerweise sind beide Gesichtshälften symmetrisch. In diesem Fall wird alles klar ausgesprochen. Was diesmal mit der TCM aus dem Gesicht? TCM-Therapeuten achten besonders auf Farbe und Form des Gesichts, Muttermale, Falten, Grübchen und den Zustand der Tränensacke. Deren Zustand verweist auf sogenannte Funktionskreise. Diese umfassen neben die inneren Organe auch Meridiane, Leitbahnen, Gewebearten, Sinnesorgane, psycho-emotionale Funktionen und weitere energetische Eigenheiten. Eine weitere Besonderheit der TCM ist der Blick auf die Nahrungsqualität. Deshalb spielen Ernährungsempfehlungen eine wichtige Rolle. Die Zuordnung der Gesichtsregionen zu Organen. Das obere Drittel des Gesichts, Stirn, entspricht dem oberen Drittel des Körpers, also Herz, Lunge, Kreislaufsystem, Kopf bis Brust. Das mittlere Drittel, Augenbrauen bis Nasenspitzen, entspricht Milz, Magen, Verdauungssystem, Brust bis obere Bauchbereich. Das untere Drittel, Nasenspitze bis Kinn, entspricht Nieren, Blase, Genitalien und Dickdarm.
Wie kann man diese Informationen nutzen? Man sieht, wie zum Beispiel Stirn, Wange, Nase, Kiefer geformt und gefärbt sind. Und als erfahrener Therapeut kann daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Neben dieser groben Einteilung sind die Gesichtsregionen noch extra verschiedene Organe zugeordnet. Zum Beispiel die Wange, die Lunge und die Lippen, Mund, dem Verdauungssystem, Magen und Milz. Weitere Beispiele aus der Praxis wären: eine sehr weiße Stirn bedeutet Lunge, Qi, Mangel, schwaches Immunsystem. Eine kräftige Nase deutet auf eine starke Milz hin. Eine rote Nase würde auf Hitze in der Verdauung hinweisen und ein starker Kiefer deutet auf starke Nieren und starke Knochen. Jedes Jahrzehnten hinterlässt im Gesicht Spuren. Jede einschneidende Lebenserfahrung zeichnet sich an bestimmten Stellen im Gesicht dauerhaft in Form von Linien ab. Die Erfahrungen der ersten 14 Jahre kann man an den Ohren ablesen, die 20er Jahre zeichnen sich an den Stirnen ab, die 30er Jahre an den Augen, die 40er Jahre unter die Augen, die 50er Jahre zwischen Mund und Nase, die 60er Jahre unter dem Mund und am Kinn. Die Gesichtsfalten zwischen Nase und Mundwinkel heißen Nasolabialfalten. Verlauf und Tiefe von Nasolabialfalten lassen nach der Lehre der Antlitzdiagnostik Rückschluss auf mögliche Probleme mit Innereien wie Darm, Magen, Herz, Leber und Bauchspeicheldrüse zu. Der Name Nasolabialfalten stammt auch daher, dass Patienten nach stärkerer Gewichtsabnahme stärkere Falten bekommen. Eine solche Gewichtsreduktion hat mit dem Magen zu tun, sodass hier ein Zusammenhang hergestellt wird. Bezüglich der Nasolabialfalten gelten bestimmte Grundregeln im Verhältnis der Gesichtsdiagnostik. Wenn die Falten beidseitig von der Nasenflügel im Halbkreis bis runter zum Kinn verlaufen, gilt dies als Zeichen für eine Magenerkrankung. Die Deutung besagt, dass der Magen negativ auf Überbelastung und Stress reagiert. Verlaufen die Falten eher gerade von der Nasenflügel zum Mund, gilt dies als Zeichen nachlassender Herzstärke. Bei Nasolabialfalten, die beidseitig von der Nasenflügel halbkreisförmig bis zu den Mundwinkel verlaufen, wird eine Darmschwäche diagnostiziert. Wenn die Falten nur auf der rechten Seite ausgeprägt sind, handelt es sich um Probleme mit der Leber. Auf der linken Seite hingegen zeigen das Problem mit der Bauchspeicheldrüse an. Die Gesichtsfarbe. Zum Beispiel gibt die Gesichtsfarbe dem TCM-Therapeuten wichtige Hinweise. Blässe spricht für einen Blutmangel oder eine Tendenz zur Kälte. Beides liefert einen Hinweis auf chronische Erkrankungen oder eine ungesunde Lebenswandel. Treten andere Symptome wie permanente Müdigkeit und zu niedriger Blutdruck hinzu, bestehen Verdacht auf einen Leberblutmangel. Rote Flecken zeigen dagegen ein starkes Hitz und ein Immangel an. Diese entleerte Hitz unterscheiden sich von der Überfüllungshitz, die bei einem gleichmäßig und vollständig rot gefärbten Gesicht vorliegt. Diese zeigt ein dominierendes, überschießendes Yangmangel. Rote Wangen können sehr verschiedene Probleme anzeigen. Eventuell ist die Lunge geschädigt. Dann tritt auch oft Luftnot auf. Möglich sind auch Krankheiten von Leber oder Magen. Doch auch Immunstörungen wie Allergie können zugrunde liegen. Eine gelbliche Gesichtsfarbe deutet auf Probleme mit dem Gastrointestinaltrakt oder der Milz hin. Die TCM sieht hier das Element Erde beeinträchtigt. Bei einer mangelhaften Funktion der Leber färbt sich das Gesicht leicht grünlich. Das Qi des Zentralstoffwechselorgans ist teilweise blockiert. Und schwärzliches Haut, zum Beispiel bei tiefen Augenringen, deutet auf ein starkes Ungleichgewicht hin. Oft in den Nieren. Dessen Qi ist der Ursprung unserer Körperenergie Yang und der organische Saft Yin. Die Augen, die Öffnung zur Leber. In der TCM gilt die Theorie, dass sich die Leber an den Augen öffnet. Erst dank deren Blutes können die Augen sehen. Wenn Leber-Qi und Blut nicht ausreichend vorhanden sind, schwächt die Blutzirkulation um die Augen herum ab.
Müde Augen. Die Organallergie ist schwach. Es liegt eine langjährige Krankheit vor. Rot und oder gelbliche Augen, Leber, Lunge, Hitz. Verzichten Sie auf Alkohol und trinken Sie Tee für die Leber. Augenlider. Ein geschwollenes Oberlider spricht für eine schwache, feuchte Milz, schleimbildend. Ein geschwollenes Unterlid verweist auf eine schwache Niere. Kann entstehen, wenn am Vortag zu viel gegessen wird, achten Sie auf gesunde und mäßige Ernährung. Die gelbliche, orangefarbene und knotige Fettablagerung am Oberlid sind ein Zeichen für einen erhöhten Cholesterinspiegel. Diese Hypercholesterinämie gilt ebenfalls als Risikofaktor für Atherosklerose, den großen Risikofaktor für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Augenbrauen. Die Augenbrauen geben Aufschluss über den Hormonspiegel. Sind sie sehr dünn, kann es sein, dass die Schilddrüse zu wenig Stoffwechselhormone produziert. Kräftige Augenbrauen sind ein Zeichen für Vitalität. Das Ohrläppchen. Die Öffnung zu den Lidern. Das Ohrläppchen des Menschen bildet die angeborene Konstitution ab. Ein dickeres, volles Ohrläppchen weist auf eine gute Blutbildung sowie ein intaktes Immunsystem hin. Nach Infektionen erhöht man sich rasch. Dünne oder weniger ausgeprägte Ohrläppchen verraten eine schwache Selbstbildung. Die Kräfte erschöpfen sich eher und es fällt schwer, eine entsprechende Reserve aufzubauen. Die diagonalen Schrägfalten am Ohrläppchen, auch Frankzeichen genannt, bringt man mit Erkrankungen der Herzkranzgefäße in Zusammenhang. Sie können ein Zeichen für Atherosklerose, also verengende Ablagerung in den Gefäßen sein, auch in den wichtigen Herzkranzgefäßen. Die Nase, die Öffnung zur Lunge. Eine rote Nase zeigt zu viel Hitze im Funktionskreis Lunge-Magen an. Magenhitze führt zu Magenbeschwerden und Verdauungsstörungen. Hitze, die lange anhält, kann zu Entzündungen führen. Lungenhitze bedeutet viel Schleim in der Lunge, Husten, gelb-grün Auswurf, Fett und heiße Speisen meiden. Geschwollene Nase, zu viel Hitze im Funktionskreis Lunge. Rinnende Nase, hitzige feuchte Lunge, zu viel Schleim in der Lunge, Husten, Auswurf, Atemnot. Scharfes, gebratenes, fettes Essen vermeiden. Der Mund und die Lippen, die Öffnung zur Milz. Nicht nur die Farbe der Haut, auch die der Lippen ist aussagekräftig. Sehr rote Lippen sind zwar ansprechender, können aber bedeuten, dass nach der traditionellen Lehre zu viel Hitze im Magen zu finden ist. Gibt es Probleme im Blutsystem, verfärbt sich die Lippen dagegen eher bräunlich oder lila Farbe. Dann können zusätzliche Schmerzen auftreten. Sind die Lippen blass, kann entweder Kälte oder ein Blutdefizit die Ursache sein, dass dann durch gleichzeitige vorliegende Schlaflosigkeit und Nervosität angezeigt wird. Auch die Farbe der Lippen kann man der Therapeutin Hinweisen geben. Schmallippigkeit deutet auf eine schwache Verdauung hin. Ein großer Breitmund dagegen auf eine starke Verdauungseffektivität. Bei einer starken wustigen Unterlippen weisen der Diagnostiker, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Darmes zu hoch ist. Am Blasenlippen erkennt der Therapeut ein Blutdefizit, hervorgerufen durch ein geschwächtes Milz-Qi. Der Stein gestellte Mundfalte in Kombination mit eine verdickte, lederartige Oberlippenhaut weist in der Regel auf einen ausgeprägten Östrogenmangel hin. Diese Oberlippenfalten sind nur bei Frauen zu finden. Diese Lippenfältchen sind etwas schwieriger zu behandeln und die Haut erfordert mehr Zeit zur Regeneration. Die Zunge, die Öffnung zum Herz. Die Zungendiagnose zählt zum wichtigen Handwerkszeug eines Therapeuten. Er findet hier den kompletten Menschen abgebildet, sowohl die körperliche als auch dessen seelische Verfassung. Geschwollene Zunge, sie entspricht durch eine Qi- und Yang-Schwäche von Milz und Nieren. Mögliche Ursachen sind körperliche und geistliche Überarbeitung oder zu viel Rohkosten und Kuhmilchprodukte. Auch häufige Diarrhea,
führt zu Milz- und Nierenschwäche. Nur die Zunge. Sie ist ein Hinweis auf Hitzeprozess im Körper. Dies kann bedingt sein durch schwere Infektionen, wenn äußere Hitze tiefer ins Innerein eindringt. Auch ein Yin-Mangel infolge chronischer Erkrankungen, Ernährungsfehler, Schlafmangel und lang andauernde emotionale Belastung zeigen sich durch eine gerötete Zunge. Tritt die Röten an den Rändern auf, handelt sich um Hitze in Leber, Gallenblase, Funktionskreisen. Häufig stecken emotionale Störungen im Umgang mit Wut und Ärger hinter dieser zusammen Zunge Magma. Oft treten auch Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Schlafstörungen auf. Eine rote Zungenspitze spiegelt eine Hitze im Herz wider. Das Qi hat sich gestaut, beispielsweise aufgrund von emotionaler Belastung, oft in Verbindung mit Symptomen Schlafstörungen. Nervöse Unruhe und Druckgefühl in der Brust. Damit sind wir für heute angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut informieren. In regelmäßigen Abständen werde ich neue Informationen zum TCM veröffentlichen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.